schnell ein Stossgebet oder ein Gebet zu irgendeiner höheren Macht. Manchmal weiss man beim Beten gar nicht so genau, was man da eigentlich gerade macht. Anders im Kloster einsiedeln. Dort beten die Mönche schon seit über 1000 Jahren. Wo sonst könnte man besser etwas über den Sinn des Gebets lernen als dort? Das hat sich auch der Student Tobias Adam gedacht und sich für 2 Wochen aufs Klosterleben eingelassen. Die Benediktinerabtei Einsiedeln im Kanton Schwyz gehört zu den bekanntesten Klöstern in Europa. Für Tobias Adam ist sie ein vertrauter Ort. Einerseits liegt Einsiedeln am Jakobsweg. Und darum bin ich ja schon mehrmals hier als Pilger im Kloster Einsiedeln vorbeigekommen. Und andererseits habe ich auch einen gewissen historischen Bezug dazu. Ich studiere reformierte Theologie. Und der Zwingli war hier im Kloster Einsiedeln Leutpriester. Im Sommer 2019 beschließt Tobias, hier ein Volontariat zu machen. Das ist ein Angebot für junge Männer, 2 Wochen im Kloster mitzuleben. Gefunden. Ich könnte mal hinter die Mauern von dem Ort schauen, mich mal auf etwas nicht alltägliches, Fremdes, auf das Ila und also ein bisschen ein Abenteuer erleben und etwas, eine Insel, die nicht so weit weg ist, vielleicht fast ein bisschen anderer Planet war am Anfang, dürfen zu entdecken. Heute, ein Jahr später, kommt Tobias für einen Besuch zurück auf das riesige Klostergelände. Es ist ein Stück weit heimgekommen, an einen vertrauten Ort gekommen, aber auch ein Ort, wo mir bis heute eine gewisse Ehrfurcht in mir auslöst. Aber auch eine Freude, Menschen wieder zu sehen, die ich hier kennenlernen durfte letzten Sommer. Hoi, Sally, hi, Tobias, schön, dass du da bist. Schön, danke, dass ich erinnere mich sehr gut, Tobias, wenn wir eigentlich die meisten Volontäre noch langweilig in Erinnerung haben. Gerade weil wir halt 2 Wochen relativ nah, intensiv zusammenleben tun und wir Mönche, wir versammeln uns 5-mal am Tag zum gemeinsamen Gotteslob. Und die Volontäre machen fast alles mit von unserem Tagesablauf, wo nachher auch noch die gemeinsamen Mahlzeiten dazugehören tun und verschiedene Tätigkeiten auf dem Klosterareal. Tobias betritt das Zimmer, in dem er vor einem Jahr gewohnt hat. Die alten Möbel, die einfach Geschichte ausstrahlen. Also das ist auch nicht irgendwie zusammengekauft oder irgendwie inszeniert. Das finde ich eindrücklich, so ein Ort. Also es ist einfach das, was man schon aussen so schon sieht, die Geschichtsträchtigkeit von diesem Ort. Und ja, kommen dann mega schöne Erinnerungen wieder hoch. Dadurch, dass halt, wenn ich bis heute noch wohne und bete und arbeite, ist das auch mit Leben gefüllt. Und das ist das Schöne. Hallo, jetzt sind wir denn da. Mönch als Menschen, das hat mich so überrascht. Einfach, wie sie auf Augenhöhe mit uns geredet haben und auch extrem zugelassen haben und auch erzählt haben, was sie sehen, was sie bewegt, was sie Zweifel haben, was sie Fragen haben. Und einfach so die Menschen rauszuspüren. Manchmal Halbgötterin schwarz, auf den ersten Blick, wenn man sie erkennt. Und diese Vorstellung ist völlig kaputt gegangen. Da habe ich wirklich gemerkt, wow, das sind Menschen wie du und ich, die einfach einen speziellen oder einen anderen Weg gewählt haben, zu ihrem Glauben leben und auf der Suche sind nach dem Gott. Der straffe Tagesablauf bedeutet aber auch eine Umstellung. Ich bin sonst wirklich am Morgenmuffel und jeden Morgen um 7 Uhr bereit stehen, weil sonst gibt es gerade zum Morgen, wenn du spät kommst. Hat schon immer etwas gebraucht, schon immer etwas Überwindung gebraucht. Aber es ist eine extrem gute Erfahrung. Wenn man sich darauf einlädt, kann man auch die Dinge wieder aus einem frei machen. Zum Beispiel während dem Essen, um über das Leben nachdenken oder über was man gemacht hat. Oder während dem Arbeiten, tiefe Glaubensfragen nachzugehen. Ich finde, so eine Struktur kann eben schon auch noch hilfreich sein. Und auch, um ins Gebet wirklich reinkommen, das wirklich auch ganz erleben. Tobias trifft Pater Thomas, einen der jüngsten Mönche im Kloster. Wie geht er mit dem straffen Tagesablauf um?
da ist es einfach wie ein ruhiges Mühlrad, wo laufen tut, wo man nicht jeden Morgen wieder neu anstoßen muss, sondern man weiss auch, dann stehe ich auf und es gibt auch noch andere, die gleichzeitig mit mir aufstehen und ich muss jetzt nicht überlegen, soll ich gehen, soll ich nicht gehen, was soll ich beten, sondern es ist einfach ein Einklinken. Es klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber gibt die enge Struktur auch eine enorm grosse Freiheit? Schön ist, dass wir eigentlich uns den Luxus leisten können, mitten im Tag einfach Zeit zu haben für das Gebet. Ich unterrichte am Gymnasium, ist sicher gut und wertvoll. Aber wenn die Glocke läutet für das Gebet, dann weiss ich, es gibt noch etwas, das über all dem steht. Also wo vielleicht sogar noch ein Zacken wichtiger ist. Zum Gebet versammeln sich die Mönche im Herzstück des Klosters, der prunkvollen barocken Klosterkirche. Bei der Vesper, dem Abendgebet, werden Psalmen auf Latein gesungen. Das Einüben von dem fünfmal täglichen Gebet, für mich war das, was das Ganze zusammengekippt hat durch die ganzen zwei Wochen. Also das Gebet fließt in den Alltag rein. Es wird nicht so, ich gehe jetzt in die Kirche oder ich mache jetzt stille Zeit, sondern es wird wirklich Teil, weil man auch so ein bisschen von dem getragen ist, von dieser Ausrichtung. Und in dem drin schafft es einen Raum für eigenes persönliches Gebet. Einfach auch mal sein und in die Stille hineinkommen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Lasset euch wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allem, wie auch wir euch. Es hat meinen Horizont erweitert. Es hat mir eine lebendige Tradition gezeigt, die heute noch lebendig ist, die uralt ist. Eine andere Art, die ich noch nicht so gekannt habe, wie man Gott anbeten oder wie man Gebet leben kann. Aber mir persönlich ist es vor allem, dass ich ein Wort bekomme und eine Struktur bekomme, wenn ich beten kann. Und manchmal erlebt man auch nichts und das ist auch okay. Aber in dieser Beständigkeit drin irgendwie begegnet einem Gott dann doch immer wieder auf ganz unterschiedliche Arten. Und eben meistens so, wie man es nicht erwartet. Von seiner Zeit im Kloster hat Tobias im vergangenen Jahr profitiert. Und jetzt in der Corona-Zeit habe ich das auch gemerkt, dass das Singen und die Gebete extreme Kraft geben kann. Und ich habe eigentlich jeden Abend zusammen mit meinem Vater komplett, das ist das Nachtgebet für die katholische Kirche, gebetet. Gibt es auch als App, da haben wir es einfach immer dort zusammen gebetet und dann im Wechselgesang die Psalmen gebetet und eben gesungen. Und das war eine extreme Kraftquelle. Ich bin sehr ein politischer Mensch. Für mich ist es politisch aktiv sein und für eine gerechtere Welt kämpfen. Auf verschiedene Art und Weise etwas extrem Wichtiges. Für mich persönlich. Nur wenn ich das auch aus dem Gebet heraus erlebe. Also, es klingt dann immer so hochgestochen und ich erreiche das nie, oder so, wenn ich das gerne hätte. Klar, ich habe unten mit meinen Gedanken, mit meinen Sorgen und dann hast du zuerst einfach mal ganz viele Gedanken im Kopf. Aber es ist doch ein Ort, wo ich die auch ein Stückchen weit ablege und nicht einfach nur um mich selber drehe.